Wir kommen heute zu einer neuen Ausgabe des Mem-Tagebuchs. Heute ist das Thema verfassungswidrig. Natürlich nicht das Thema, über das ich rede, sondern es geht mir um diesen Bezug. Also was bedeutet etwas, wenn es als verfassungswidrig deklariert wurde? Welche Auswirkungen hat es? Hat es Auswirkungen oder ist es eigentlich nur ein Attribut, das keinerlei weitere Effekte zeigt? Nein, es geht nicht um irgendetwas, was mit der noch laufenden Pandemie zu tun hat, sondern es geht um ein Geld- und Zinsthema, in dem Fall ein Zinsthema. Es geht darum, dass das Bundesverfassungsgericht Mitte dieses Jahres darüber zu entscheiden hatte, ob die Verzinsungshöhe für Steuernachzahlungen bzw. auch Steuerguthaben, die dann noch auszuzahlen sind, ob die noch verfassungskonform ist, ob die mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Sie belaufen sich auf das Jahr gesehen dann auf 6% Verzinsung nach 15 Monaten Karenzzeit. Für jeden vollen Monat werden 0,5% der Steuerschuld als Zinsen erhoben. Zinseszins fällt keiner an. Auch 6% Jahreszins ist doch eine recht ordentliche Größe, wo man sich schon fragt, das ist aber eine gute Geldanlage. Kann ich da einfach irgendwie so ein paar tausend Euro Steuern vorauszahlen? Kann ich gleich vorwegnehmen? Nee, das funktioniert in aller Regel nicht. Es ist in den meisten Fällen dann doch eher so, dass es um Steuernachzahlungen geht und dort auch um Steuernachzahlungen, die sehr lange zurückliegen dann. Also diese 15 Monate Karenzzeit schon lange vorbei sind, weil diese Steuernachzahlungen meistens damit zustande kommen, dass Außenprüfungen vorgenommen werden und dort dann die damaligen Bescheide letztlich geändert werden. Aber steigen wir noch ein bisschen tiefer ins Thema ein. Das eine ist, für die meisten Menschen spielt es im Großen und Ganzen keine Rolle, weil die Menschen, die abhängig beschäftigt sind, wo sowieso jeden Monat gleich die Steuer einbehalten wird, die werden damit in den allermeisten Fällen nie in Berührung kommen, weil sie sowieso verpflichtet sind, wenn sie verpflichtet sind, eine Lohnsteuererklärung abzugeben, das innerhalb dieser 15 Monate zu tun, also meistens deutlich früher. Die Finanzverwaltung dann ohnehin schafft es rechtzeitig auch diesen Steuerbescheid dann zu erlassen. Somit fallen dort keine Nachzahlungen und auch keine Verzinsungsguthaben auf irgendwelche Steuersachen an. Etwas anders ist es letztlich bei den juristischen Personen, die GmbH oder auch bei allen Unternehmensformen, bei den Personenunternehmensformen ja letztlich auch so, weil die in aller Regel ja erstmal am Jahresende anfangen müssen. Okay, jetzt suche ich mal die ganzen Belege zusammen. Was habe ich ausgegeben? Was habe ich eingenommen? Habe ich dieses Jahr überhaupt Plus gemacht? Und nur wenn ich einen Überschuss erwirtschaftet habe, bei AGs und so weiter, das ist ja in den Bilanzen, dann muss das erstmal festgestellt werden, um zu wissen, hat das dieses Jahr überhaupt gut funktioniert? Wenn das dann mal feststeht, meistens brauchen die so mindestens 3 Monate nach dem Ende des Geschäftsjahres, um mal zu wissen, wie sie denn zahlentechnisch tatsächlich stehen, so in der Gesamtübersicht mit allen Details. Danach geht es dann los, zu gucken, ob man eventuell für die Steuererklärung das noch ein bisschen anders anpassen kann. Das ist auch nicht illegal, sondern das ist ganz explizit so. Es gibt eine buchhalterische, also eine Handelsbilanz und eine Steuerbilanz. Da gibt es einfach Unterschiede in den Bewertungsmaßstäben. Das ist also nicht so ungewöhnlich, dass die beiden auseinandergehen. Das einzige Problem ist jetzt, und das weiß ich auch nicht genau, wie das dann genau zustande kommt, ob so ein Unternehmen das dann sehendes Auges macht oder tatsächlich irgendwie einfach versucht hat, etwas zu tun, was vielleicht nicht so ganz steuerlich konform war oder einfach, wie so jeder gerne natürlich möchte, ein bisschen die Steuern niedrig zu halten. Weil wer gibt schon gern sein Geld, ob jetzt hart oder nicht hart verdient, wieder ab. Also auf jeden Fall in diesem Gerichtsurteil, wo das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte, da waren 2 GmbHs beteiligt und die hatten die Gewerbesteuerbescheide, die sie von den Gemeinden bekommen haben, nachdem ihr Gewinn feststand und dann der Gewerbesteuermessbetrag festgelegt wurde, bekommen sie halt dann den Gewerbesteuerbescheid. Da sind schon ordentliche Summen zusammengekommen. Auch wenn natürlich die genauen Klägernamen nicht in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil auftauchen. Aber die Summen wurden auf den Euro genau benannt. Und also diese GmbHs müssen ordentlich Umsatz machen, weil bei der ersten GmbH ging es nur um ein paar hunderttausend Euro. Und letztlich geht es ja gar nicht genau um den Gewerbesteuerbetrag, den sie zahlen müssen, sondern es geht nur um den Verzinsungsbetrag. Vor allen Dingen, weil eben dieser Zeitraum, über den es gelaufen ist, extrem hoch ausfällt. Weil 6% pro Jahr und wenn das 3-4 Jahre sind, die dann das Ganze fast zurückliegt, dann ist das schon eine ordentliche Summe. Bei der zweiten GmbH, da habe ich die Zahl noch ein bisschen besser im Kopf, also es ging um 2 Jahre, wo die Gewerbesteuermessbeträge geändert wurden und plötzlich stand da statt 500.000 in Summe für beide Jahre, stand dann in jedem Jahr fast 2 Millionen Gewerbesteuer und obendrauf dann nochmal jeweils über 700.000 Euro Zins, die dann nachzuzahlen sind. Also mal so 1,4 Millionen einfach Zinsen nachzahlen zu müssen, ist dann schon nicht
ohne. Und dagegen wollten die halt vorgehen. Was dann richtig lustig ist, oder also wenn ich derjenige bin, der da geklagt hätte, wäre ich wahrscheinlich sehr traurig über das Ergebnis, obwohl sie gewonnen haben. Oder zumindest die zweite hat gewonnen, die erste hat eigentlich nicht gewonnen, weil sie hat über einen Zeitraum bis 2012 geklagt. Da hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, nee, 2012 war die Regelung noch okay. Der andere hatte zumindest bis 2014 die Verzinsungsspanne und da hat gesagt, naja, ja, für 2014 ist es nicht mehr so okay. Ich komme gleich nochmal in die Details, was da so alles gesagt wurde oder beziehungsweise in dem Gerichtsurteil tatsächlich stand, weil da wird es dann auch wieder sehr putzig. Das Ding ist zwar 77 Seiten lang, da stehen Anekdoten drin, also wer sich das mal zu Gemüte führen will, stehen einige interessante Sachen drin, vor allen Dingen auch, wie hoch die Einnahmen und Ausgaben letztlich für diese Zinssachen sind und auch verschiedene Stellungnahmen sind dort abgegeben worden von verschiedenen Organisationen und Gruppen, angefangen natürlich vom Bund, dessen Regelung natürlich dort beklagt wurde. Dass der Bund natürlich da gefragt wurde, wie er zu seiner Regelung steht, wenn die da jetzt verfassungswidrig sein könnte. Ebenso die Bundesanwaltskammer und der Städtetag. Und da ist natürlich schon sehr lustig, dass natürlich diese drei Gruppen, also nö, das passt alles schon so, das ist schon so okay, das mit den 6% ist doch schon sehr angemessen. Und alle anderen Gruppen, so Handelskammer, Industrie und Handwerk und Beratungsgruppen dort aktiv sind im Unternehmensbereich und Unternehmerverbände und so weiter. Und die haben alle in etwas unterschiedliche Formulierungen. Nee, also das mit den 6% finden wir nicht mehr angemessen und auch nicht okay. Erstmal ist das Problem, dass die beiden ziemlich Schwierigkeiten hatten, an das Bundesverfassungsgericht zu kommen. Klar, sie haben sich durch die Instanzen geklagt, bei der Vorinstanz vom Bundesverfassungsgericht, die haben gesagt, nee, also noch eine weitere Rechtsstufe lassen wir nicht zu, weil bereits Gerichtsurteile, die gesagt haben, nö, das passt schon so. Obwohl es auch damals schon gesagt hat, naja, also ab 2011 und so weiter solltet ihr doch langsam mal gucken. Das wird langsam eine schwierige Sache. In der ganzen Ausführung von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil wird an verschiedenen Stellen dann erläutert, wie kommt es zusammen, wie kam der zustande und. So dass letztlich rauskommt, so dass diese Zinssatzhöhe eigentlich schon vor 60 Jahren sich sozusagen in die Gesetze geschlichen hat. 1990 ist es dann an die Stelle gekommen, wo es jetzt steht, eben in die Abgabenordnung. Seitdem ist es nicht irgendwie geändert worden. Also hat der Verwaltungsgerichtshof dann letztlich gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat schon darüber entschieden. Da gibt es keinen Grund, das jetzt neu vorzulegen. Und das ist dann die Sache, klagt man sich an dem Ding dann vorbei? Weil dann braucht es wieder noch eine andere Begründung. Und wenn man dann so in den Details, in das Gerichtsurteil reinschaut, ja wie jetzt? Also war es jetzt okay, war es nicht okay? Weil dann wird natürlich auf ganz verschiedenen Klageelemente aufgehoben. Die einen waren dann angemessen, zulässig, aber wird dann abgewiesen oder halt nicht zulässig, weil Begründung fehlt und so weiter. Aber das ist halt eben dieses Konfuse in diesem ganzen Rechtsjargon, wo man dann immer genau gucken muss, was steht jetzt eigentlich zu was in Bezug. Gehen wir weiter. In der Abgabenordnung mit diesen 0,5%, die dann erhoben werden, ist letztlich in dem ganzen Gerichtsurteilstext ist dann rauszulesen, naja, eigentlich gab es mal einen ziemlich starken Bezug dazu, dass der Discount-Zinssatz plus 2% sozusagen so eine Referenzgröße war. Den Discount-Zinssatz gibt es inzwischen nicht mehr, weil wir inzwischen eine EZB haben und die Bundesbank keine Discount-Geschäfte mehr durchführt, seitdem es so dieser Umstellung in Richtung Euro gelaufen ist. Deswegen wurde dann ein paar Gesetze geändert, zum Beispiel eben das BGB. Und im BGB ist dann jetzt die Referenz auf einen Basiszinssatz geändert worden. Und dort steht dann, Basiszinssatz für Geldschulden ist plus 5%. Bei Geldverbindlichkeiten, wo keine Verbraucher beteiligt sind, ist dann plus 9 auf den Basiszinssatz. Da ist natürlich nett, dass der Basiszinssatz inzwischen bei minus 0,88 liegt, womit also sozusagen Geldschulden dann bei unter 5% Verzinsung liegen, wenn man sonst nichts vereinbart hat. Also das ist sozusagen, wenn man nach BGB da irgendwelche Gelder schuldet, dann ist das der Zinssatz, den man einfordern kann. Unabhängig davon ist sozusagen der Basiszinssatz ein Nachfolger des Discount-Zinssatzes und eigentlich in der gleichen Höhe vorzuführen. Das heißt, wenn man diese Referenzgröße hernehmen würde, die damals für diesen Festzinssatz, für diese Vollverzinsung als Maßstab herangenommen wurde, hätte man jetzt also eine Verzinsung von 1,12 jährliche Verzinsung. Also nicht monatlich, sondern jährliche Verzinsung, während man jetzt monatlich 0,5% im Gesetz stehen hat. Ist also ein kleiner Unterschied, was so die Beziehungsgröße sozusagen zum Realitäts angeht. Für den Gesetzgeber ist es ja nicht so eng zu sehen, dass der Gesetzgeber sich mit der Realität beschäftigt, ist ja auch nicht so oft gegeben. Außer wenn das unbedingt sein muss. Und da ist dieses unbedingt sein muss, ist halt jetzt spannend. Was heißt das eigentlich, wenn das Verfassungsgericht jetzt eben gesagt hat, diese Regelung ist verfassungswidrig?
Und vor allen Dingen erstmal begründet, naja, ja, ich weiß, damals, dieser Senat hat halt entschieden, das war okay. Der andere hat gesagt, naja, es war dann noch okay. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir haben uns jetzt entschieden, sagen, ist nicht mehr okay. Und dann müssen sie natürlich aufdröseln und gut begründen, ja, also wie können wir das jetzt erklären, dass wir jetzt zu einem anderen Ergebnis kommen? Ja, dann kommt so eine ganze lange Herleitung so von wegen, ja, was ist okay, was ist nicht okay, was ist eine überschießende Regelung und so weiter. Also, dass sie unverhältnismäßig wird und so weiter, dass sie nicht mehr, eben nicht mehr den Realitätsbezug hat. Das wird dann da auf einige Seiten lang ausgeführt und kommt dann schließlich zu dem Schluss. Ja, also 2014 ist jetzt der Stichpunkt, also ab dem geht es nicht mehr. Da können wir das einfach nicht mehr zulassen. Also ab da erklären wir es mal für verfassungswidrig. So. Aber mit dem Zulassen ist das so eine Sache. Weil in einer Stellungnahme von den Kommunen, also von den Städten und von den Kommunen zusammen, da war so, bitte liebes Verfassungsgericht, wenn ihr da was ändern solltet, bedenkt bitte unsere schlimme Situation und welche Auswirkungen das auf unsere Haushalte hat, wenn wir plötzlich bis 2014 eventuell Verzugszinsen zurückzahlen müssen. Gerade bei den Gemeinden ist das mit der Gewerbesteuer halt recht haarig, weil die sehr, sehr unterschiedlich ausfallen und tatsächlich bei einigen Gemeinden einen ziemlich hohen Anteil ausmachen. Und wenn die mal eben so dann, naja, die Gemeindesteuer, also die Gewerbesteuer fällt da nicht weg, das ist ja klar. Aber interessant ist letztlich, dass bei den Statistiken, die das Gericht zum Beispiel vom Bund angefordert hat, dann so ein bisschen rauskommt, insgesamt in diesem Steueraufkommen, was so Nachforderungen angeht, machen die Zinsen 16% aus. Das heißt letztlich, dass also für 32 Monate Nachzahlungen anfallen im Verhältnis. Und das ist ja nur ein Durchschnittswert. Das heißt im Endeffekt, dass mehr als 2,5 Jahre Verzinsungen anfallen für die Sachen, die danach zu zahlen sind. Und so 16% zu haben oder nicht zu haben von der Gewerbesteuereinnahme, das kann für eine Gemeinde schon ziemlich knirschen, wenn die das dann plötzlich, vor allem ja nicht für ein Jahr, sondern für im Zweifelsfall seit 2014, also für 6 bis 7 Jahre zurückzahlen müssten, was jetzt nicht ganz der Fall ist, weil seit 2018, 2019 haben sie da eigentlich schon ziemlich viel Vorläufigkeit reingesetzt und teilweise auch die Sachen nicht mehr eingezogen, zumindest nicht, was die Verzinsung angeht. Es gibt dann eine sehr, sehr lange Begründung, da wird dann gesagt, ja, nach der Finanzkrise so ab 2008, 2009, also ab 2009 ist so der Basiszins schon deutlich runtergegangen. Der ist nämlich in dem Jahr das erste Mal auf unter 1% gesenkt worden und hat sich davon eigentlich dann auch nicht mehr erholt. Der ist noch einmal kurzzeitig von den 0,12 dann nochmal auf 0,37 angehoben worden für ein halbes Jahr. Der wird übrigens zweimal im Jahr festgesetzt von der Bundesbank. Deswegen hat der andere Zins dann halt ein halbes Jahr gegolten. Danach ist er, nach 2012, ist er dann, glaube ich, genau das erste Mal mit 0,12 ins Minus gegangen. Nee, mit 0,13, weil es sind dann um 0,25 Prozentpunkt gesenkt worden. Nach dieser kurzen Versuch, das Zinsniveau wieder anheben zu lassen in 2011, ist es dann auf jeden Fall deutlich runtergegangen und dann ging es in den Minusbereich. Jetzt schon seit ein paar Jahren dieser Basiszinssatz inzwischen auf minus 0,88. Jetzt muss natürlich das Bundesverfassungsgericht irgendwie erläutern, naja, aber wenn jetzt eigentlich ab 2009 die Zinsen, also dieser Basiszinssatz unter 1% gefallen ist, dann wäre ja, rechnet man noch mit diesem alten Modell, also wir hatten jetzt 0,12 Discount plus 2% waren sozusagen das vorherige so Bezugsmaß, eins von denen, dann wären wir eigentlich bei 2,12%. Und da sind gegenüber 6%, das ist gerade mal noch ein Drittel davon, oder halt der Zinssatz ist dann dreimal so hoch wie das, was sozusagen in der Realität gegeben ist. Wie machen wir das denn jetzt? Und dann fangen sie halt an, hin und her zu rechnen. Es wird zwischendurch schon auf verschiedenste andere Größen Bezug genommen, dass man ja nicht so einfach das sagen kann, okay, ja, der Basiszinssatz, der neue Discount-Zinssatz, der den Discount-Zinssatz ersetzt hat, ist jetzt dieser Wert und dann müsste das eigentlich mal geändert werden, sondern nee, da gibt es ja noch andere und dann gibt es ja auch richtig teure Zinssätze für ungeduldete Kontenüberziehung, Kontokorrentkredite und so weiter. Also man hat noch ein paar Zinssätze, die man gefunden hat, die deutlich höher sind und deswegen man irgendwo sagen kann, naja, irgendwie gibt es eine Konstruktion, was die anderen entweder an Liquidität sparen oder nicht haben oder nicht zahlen mussten, weswegen man auf jeden Fall mit den 6% noch irgendwas hindeichseln kann. Und dann geht die Argumentation weiter. Naja, also 2009 ist jetzt noch nicht der kritische Punkt, hat man ja vorher schon mal entschieden. Man kann ja nicht die alte Rechtsprechung aufheben. Und die ging, glaube ich, so bis 2010,
also mindestens, glaube ich, bis 2010 war das alte Bundesverfassungsgericht-Urteil, wo es gesagt hat, ja, ja, das war schon okay. Da können die ja ihre Meinung nicht ändern, weil die können ja nicht dem anderen Senat in die Kandare fahren, der damals entschieden hat. Und ja, das ist wieder so diese eine Norm. Das Bundesverfassungsgericht darf sich nicht selbst widersprechen. Also so nenne ich das jetzt einfach mal. Sondern es muss dann immer irgendwie herleiten, wenn ich jetzt doch mal zu einem anderen Ergebnis kommen will, warum das Ergebnis trotzdem mit einer eigentlich komplett widersprüchlichen Aussage von früher trotzdem vereinbar ist. Also sei es drum, sie deichseln jedenfalls weiter rum und sagen, okay, also ab 2014, da ist auf jeden Fall dieser negative Zinssatz drin. Also beziehungsweise, genau, da war nochmal der Sprung. Da ist nämlich auf von minus 3, irgendwas auf minus 6,8 gesprungen. Und das ist halt richtig hart schon zu sagen, boah, also wir wären dann bei weniger als 1,5% Verzinsung, was den Basiszinssatz, also Basiszinssatz plus diese 2% Aufschlag angeht, im Vergleich zu dem 6%, die da drin stehen. Also wir sind jetzt bei weniger als 25% vom regulären Zinssatz, der tatsächlich angewendet wird, der da in der Realität eigentlich heranzuziehen wäre nach den alten Schemata. Also sagen sie, ja, okay, also nee, für 2014, ab da können wir es euch nicht mehr durchgehen lassen, das müssen wir jetzt als verfassungswidrig erklären. Schreiben sie auch schön und breit rein, ja, ist verfassungswidrig und das heißt so und so, ist sofort nichtig, ist nicht mehr anwendbar und so weiter. Aber naja, da gibt es ja noch ein paar Kniffe zu sagen, naja, eigentlich ist es sofort, hat so ein Urteil sofort Gesetzescharakter und das Ding ist nicht mehr anwendbar. Aber zum einen können wir sagen, ab wann verfassungswidrig, okay, jetzt haben wir uns ja für 01.01.2014 entschieden. Aber selbst dann können wir noch sagen, ach nee, die Regelung kann aber trotzdem noch beibehalten werden. Okay, dann, und wie lange jetzt? Also vom 01.01.2014 bis, also von Anfang 2014 bis Ende 2018 darf der Gesetzgeber die Regelung trotz ihrer Verfassungswidrigkeit weiter nutzen. Weil, warum bin ich auf das Thema nochmal gestoßen? In dem Steuernewsletter, den ich kann nicht sagen, dass ich ihn gerne lese, aber naja, neugierig bin ich dann doch immer schon, was da so an Chaos auf einen zukommt. Und da stand dann tatsächlich drin, so, also Verfassungsgericht hat gesagt, okay, seit 2014, ab 2014 verfassungswidrig. Und das Bundesfinanzministerium hat jetzt ein Schreiben rausgelassen, wo sagt, okay, wird aber weiterhin bis Ende 2018 angewendet. Da denke ich mir, hä? Also, das kann ja wohl nicht sein, das Ministerium gibt einfach eine Anordnung raus, ein Anwendungsschreiben und sagt, ja, dann wenden wir das halt nochmal 5 Jahre an und ist schon okay. Das kann doch nicht sein, dass sie so sich sozusagen so quer zu dem Bundesverfassungsgericht-Urteil gehen, dass die da einfach sich darüber hinwegsetzen. Also ich weiß, dass es mit Gesetzen durchaus möglich ist, aber dass so ein Ministerium das einfach machen kann, das kam mir sehr merkwürdig vor. Also habe ich angefangen, eben tiefer nachzulesen. Und nee, es ist tatsächlich so, nicht nur wie es in einigen Kurzfassungen von diesem Gerichtsurteil hieß dann, ja, das ist zwar verfassungswidrig, aber man lässt dem Gesetzgeber die Möglichkeit selber zu entscheiden, ob denn eine neue Regelung auch für den Zeitraum vor 2019 notwendig erscheint. Also zwischen 2014 bis Ende 2018. Weil ab 2019 müssen sie es auf jeden Fall neu regeln. Die haben jetzt ein Jahr Zeit bekommen, um eine Neuregelung zu treffen, also bis Mitte 2022, in der dann rückwirkend für 2019 geregelt sein muss, welcher Zins dort jetzt anzuwenden ist und ob und wie und was auch immer. In dem Urteil steht es dann letztlich überhaupt nicht so drin, dass tatsächlich der Gesetzgeber für den Zeitraum von 2014 bis Ende 2018 wirklich eine Neuregelung treffen soll, sondern es steht eher so drin, okay, lieber Gesetzgeber oder vor allen Dingen liebe Städte und Gemeinden, wir haben euch gehört und eure Sorgen, was die Gewerbesteuer angeht. Und ja, deswegen sagen wir, macht es einfach weiter noch bis dahin. Und danach habt ihr eh angefangen schon dort vorsichtiger vorzugehen, sodass es nicht mehr so viel Einfluss auf euren Haushalt haben wird, wenn ihr da jetzt mal dann auf eine Neuregelung wartet, die euch dann sagt, dass ihr vielleicht ein bisschen weniger Zinsen einnehmen dürft für die Verzugssachen. Ja, das ist letztlich auch der Punkt, wo ich mir denke, hä? Ich bin ja immer auch schon so sehr kritisch darüber, wenn die Leute sagen, ja, aber wir leben doch in einem Rechtsstaat und dass man allein diesen Rechtsweg beschreiten kann, das ist doch schon alles toll und ausreichend und das ist doch viel Sicherheit. Und wenn ich mir jetzt überlege, also ich bin jetzt die erste GmbH, die kleinere oder die mit den geringeren Zahlungen,
Die hat auf jeden Fall verloren. Also im Sinne, dass sie nichts erreicht hat. Die zweite GmbH, da würde ich mir doch irgendwie verarscht vorkommen. Das eine ist noch dieser alte Spruch, Recht haben und Recht bekommen sind zwei komplett unterschiedliche Paar Stiefel. Aber hier ist es jetzt Recht haben, Recht bekommen und dann nix. Also klar, ein paar Kosten werden sie dann wahrscheinlich nicht tragen müssen, was das Klageverfahren angeht. Aber Moment, also sie haben zwar zumindest für ein halbes Jahr oder die paar Monate in 2014, wo sie dann die Zinsen nicht zahlen müssten, weil ja da die Regelung schon als verfassungswidrig erklärt wurde. Aber Moment, die Regelung wird weiterhin angewendet. Was heißt das jetzt? Sie zahlen trotzdem alles? Sie haben gewonnen, juhu, aber an ihren Kosten ändert sich gar nichts. So viel eben zum Rechtsstaat. Gerade auf dieser Finanzseite finde ich es halt unglaublich problematisch zu sagen, ja, das Verfassungsgericht ist unabhängig. Okay, aber die Interessen der Bürger als Steuerzahler werden nicht unbedingt geschützt. Wobei es natürlich, das ist auch wieder, was aus meiner Sicht in diesem ganzen Verfassungsgerichtsurteil irgendwie so ein bisschen falsch dargestellt wird, weil es geht nämlich die ganze Zeit um den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und da wird erzählt und da wird lang hin und her erzählt, das eine ist mit den 15 Monaten Karenzzeit und dass die ja letztlich nicht jedem gleichermaßen zur Verfügung stehen, weil den meisten abhängig Beschäftigten, die haben überhaupt keine Möglichkeit, da ein paar Jahre Steuern zu schieben und da irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen. Weil die können froh sein, wenn sie ihre Steuerrückerstattung bekommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie die Zahlung so weit vom Finanzamt verzögern können, dass sie da in den Genuss kommen einer Verzinsung. Da die Steuererklärung für Einkommensteuer, Lohnsteuer sehr viel früher als die 15 Monate letztlich abgegeben werden muss, hat das Finanzamt in aller Regel genug Zeit, dann eventuelle Rückerstattungen auch vorzunehmen. Also ist das ja irgendwo letztlich zwischen natürlichen Personen, die abhängig beschäftigt sind. Dann die nächste Stufe sind dann die natürlichen Personen, die selbstständig sind, bei denen zum Beispiel einfache Rechnungen haben mit Überschuss 4-3-Rechner. Die sind eigentlich auch dann ziemlich regelmäßig früh dran mit ihren Steuererklärungen notwendigerweise. Und danach kommen dann die ganzen juristischen Unternehmen. Und die können das schon mal eine Weile schieben. Die bekommen halt irgendwann die Außenprüfung. Und in der Außenprüfung ist eigentlich dieser große Hebel, dass sie dann festgestellt wird, naja, also hier waren die Grundlage für die Zahlen irgendwie nicht so ganz optimal. Da müsst ihr schon ein bisschen mehr die und jene Steuern zahlen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die Gewerbesteuersachen dort in diesen beiden Klagen vorgekommen sind, weil die sich, glaube ich, am schnellsten und am größten ändern, weil sonst hat man höchstens noch Körperschaftssteuer von den juristischen Unternehmen und die Umsatzsteuer ist eigentlich nicht so lange hin, auch wenn es da natürlich genauso Außenprüfungen gibt, beziehungsweise bei der Außenprüfung alle möglichen Steuern eventuell geprüft werden. Diese ganze Faseln von Gleichbehandlungsgrundsatz und im Namen dieser GmbHs letztlich diese Position vertreten wird, diese Ungleichbehandlung ist doch sowieso zwischen Unternehmen und Selbstständigen im Vergleich zu Angestellten. Und die Angestellten sind so eine riesige Anzahl von Menschen, die dort von diesem Steuerverfahren betroffen sind. Je nachdem, wie man jetzt die Umsatzsteuer zurechnet, ist so die Einkommensteuer, Lohnsteuergeschichte, hat etwa immer eine ziemlich gleiche Höhe wie die Umsatzsteuer gehabt. Aber ich weiß nicht, wie sich da die Zahlen aktuell entwickelt haben. Ja, auf jeden Fall finde ich es ein bisschen merkwürdig, die ganze Zeit von diesem Gleichbehandlungsgrundsatz zu lesen und zu denken, also eine Privatperson kommt so selten in diesen Genuss oder Nachteil sozusagen einer Steuerprüfung, weil die Steuersachen sind eigentlich in relativ kurzer Zeit abgeschlossen. Deswegen hinterlässt das alles so ein bisschen einen faden Nachgeschmack zu sagen, okay, sie haben zwar gesagt, es ist verfassungswidrig, es darf weiterhin angewendet werden, erst später, wo es letztlich keine finanziellen Auswirkungen mehr auf die Gemeinden haben wird, zumindest nicht mehr in dem Umfang, dann zwingen wir den Gesetzgeber letztlich eine Neuregelung zu treffen und dass diese Regelung nicht mehr angewendet werden kann. Diese Frage zu der Unabhängigkeit von Gerichten steht für mich da auf sehr wackeligen Füßen. An welcher Stelle hat das Verfassungsgericht eigentlich schon mal eine Sache entschieden, die auch richtig böse und teuer für den Staat ausgegangen ist? Natürlich, also letztlich ist es immer linke Tasche, rechte Tasche. Und wenn die Gemeinden jetzt irgendwie das Geld nicht von den Unternehmen ziehen, dann ziehen sie es halt von den Privatpersonen. Weil irgendwo müssen sie das Geld ja rausholen. Irgendeine Umverteilung findet immer statt und man kann sich immer darüber aufregen. Das Problem für mich ist ja sowieso immer nur die Gewalt. Es geht nicht darum, wem da was weggenommen wird, sondern das weggenommen wird. Auf welcher Grundlage und mit welcher Berechtigung und sowieso und wieso und auch weshalb auch immer. Also so zum Abschluss, alles hat ein bisschen Geschmäckle zu sagen, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Also das Finanzgericht führt tatsächlich explizit aus in seinem Urteil, dass es sich deswegen entschieden hat, dass erst ab 2019 diese Regelung nicht mehr angewendet werden kann, mit Rücksicht auf die Haushalte
gerade der Städte und Gemeinden, die eben sehr von der Gewerbesteuer betroffen sind. Für Bund und Länder wäre das eigentlich nicht so ein Ding. Die jonglieren mit genug Milliarden darum, dass diese Zahlungen da relevant wären. Also an einer Stelle im Verfassungsgerichtsurteil standen was drin, zwischen 400 Millionen und 1,2 Milliarden lagen so die Überschüsse, die sozusagen aufgrund dieser Zinsregelung zwischen 2009 und bis 2017 zumindest angefallen sind. 2018 sind die dann schon erheblich eingebrochen. Da waren es dann nur noch ein zweistelliger Millionenbetrag. Und ab 2018 waren die halt im Minus. Was ja logisch ist, wenn ich einen Steuerbescheid bekomme, in dem ich Zinsen bekomme, werde ich den ja nicht anfechten. Aber wenn ich zahlen soll und ich schon weiß, dass da irgendwas im Argen ist, dann werde ich natürlich mit einem Einspruch das Ding offen halten und das Ding nicht bezahlen. Deswegen hatten sie umgekehrt für 2019 schon dreistellige Millionenbeträge, die sie da sozusagen ins Minus gegangen sind, weil sie so viele Zinsen dann eher gezahlt haben, als dass sie welche einnehmen konnten. Weil diese Zinsregelung eben in beide Richtungen gilt. Sowohl, wenn ich nachzahlen muss, dann muss ich die Zinsen mitzahlen. Aber wenn ich noch eine Steuerrückzahlung bekomme, dann ist das eine super Verzinsung mit 6% im Jahr. Da träumt jeder Sparer aktuell von. Soweit für heute. Ein etwas merkwürdiges Verständnis von verfassungswidrig, weil letztlich eben, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, was das genau heißt, ja, eigentlich nichts. Also nicht direkt jedenfalls, weil die Regelung kann trotz ihrer Feststellung der Verfassungswidrigkeit weitere 5 Jahre angewendet werden oder für 5 Jahre, weil die liegen ja auch schon in der Vergangenheit. Und erst danach ist jetzt tatsächlich eine Änderung nötig. Ich bin mal gespannt, wie viel Gestaltungsspielraum sich der Gesetzgeber da rausnimmt. Und ihm ist nämlich einiger Gestaltungsspielraum da zugelassen, weswegen eben auch bis 2014 die Regelung, obwohl sie teilweise schon 2- oder 3-mal so hohe Zinsen wie sozusagen nach dem alten Maßstab erhoben haben mit dieser Regelung, genug Spielraum eingeräumt worden. Ach ja, ist schon noch okay. Ihr müsst nicht so realitätsnah sein, dass ihr diese Zinsen so direkt abbildet. Ich kann mir verschiedenste Sachen vorstellen. Die makaberste wäre, weil an mehreren Stellen eben auf die Karenzzeit abgehoben wird und diese Gleichbehandlung, dass man die Karenzzeit abschafft, aber das halte ich tatsächlich für ein bisschen unwahrscheinlich. Für wahrscheinlicher halte ich, dass man sich so ein bisschen an den Tricks der Banken orientiert und sagt, wir machen 3% Verzinsung für Schulden und 0% Verzinsung für Guthaben. Soweit dann für heute. Es bleibt spannend, was in diesem Staat so alles passiert. Bis bald wieder. Tschüss.